vor allem und am liebsten LKW der Braunschweiger Firma Büssing. Mit 10 weiteren Fans dieser Marke hat Michael Stephan nun auch einen Förderverein für die alten Brummis gegründet. Aus Beruf wird nun auch wieder Hobby. Dirk Brunke berichtet. Dieses Markenzeichen stand jahrzehntelang für die Braunschweiger Weltfirma Büssing. Lastkraftwagen und Busse mit dem Löwenemblem beherrschten schon kurz nach der Jahrhundertwende das Straßenbild. Bis zur Übernahme der Büssing-Werke durch die Firma MAN im Jahre 1971 wurden hier in Braunschweig Nutzfahrzeuge produziert. Der 84-jährige ehemalige Werksfotograf Heinz Behrens erinnert sich. Auf der anderen Seite jetzt wurden die großen Hallen 1927 gebaut. Die Aufgabe von mir war hauptsächlich als Werksfotograf, jedes Fahrzeug, was rausging, zu fotografieren. Und 1945 wurde wieder angefangen. Und man konnte sagen, 3000 Fabrikarbeiter konnten ihre Arbeit wieder aufnehmen. Im ersten Moment wurde nur ein 4,5-Tonner gebaut. Und später kamen natürlich die verschiedenen Typen dazu. Dreiachser, Gelenkantrieben und mit Frontantrieben. In einer Halle der ehemaligen Büssing-Werke lässt heute ein Großhandelskaufmann aus Wolfenbüttel die Legende wieder aufleben. In dieser Restaurationswerkstatt erhalten die von Sammlern heiß begehrten Oldtimer wieder neuen Glanz. Für die liebevolle Aufarbeitung eines Fahrzeugs werden durchschnittlich 6 bis 14 Monate benötigt. Erfahrungen der Braunschweiger Autofans werden auch vom Münchner Nutzfahrzeughersteller MAN, in dem das Erbe Büssings aufgegangen war, geschätzt. Aber die vielen Anfragen und Restaurationswünsche an den Büssing-Veteranendienst sind kaum noch zu bewältigen. Die gesammelten Teile, Dokumente und Fahrzeuge führten schließlich zu einer beachtlichen Kollektion. Einer von etwa 100 Büssing-Fans in Deutschland, die sich der Erhaltung jener Giganten der Straße verschrieben haben, ist Michael Stephan. Aus seiner Sammelleidenschaft wurde Profession. Ich fuhr damals oft mit meinen Eltern von Wolfenbüttel nach Braunschweig mit einem Büssing anderthalb Decker Trambus. Und wir kamen an dem alten Büssing-Stammwerk Wolfenbütteler Straße vorbei. Dort standen die fertiggestellten Lastwagen mit der langen Motorhaube, Trambusse. Das hat mich sehr beeindruckt als Kind. Jahre später, nach meiner Ausbildung, habe ich auch noch bei einigen Speditionen Büssing-Lastwagen täglich gefahren, die sehr alte Modelle, die noch im Einsatz waren. Und Jahre später war es populär in Deutschland, alte Nutzkraftwagen zu retten vor dem Schneidbrenner. Und da habe ich mich entschlossen, hier in Braunschweig diese Fahrzeuge zu sammeln, um sie später fachgerecht zu restaurieren. Heute erinnert nur noch wenig an die Produktionsstätte des Fahrzeugpioniers Heinrich Büssing. Im einstigen Hauptwerk, in dem jetzt die Waschanlage einer Brauerei steht, soll nach den Wünschen der Braunschweiger Initiative später einmal das Museum entstehen. Ein schöner Plan, damit dann auch andere Fans diese herrlichen Oldtimer bewundern können. Wir sagen Ihnen Bescheid.